sind jetzt hier in Apet Autobase Shinomi. Das sieht aus wie ein Tuning Shop. Wir gehen mal kurz hier mal durch. Oh, der Fiat Recaro hier. Gibt es für jedes Auto, gibt es ein Magazin. Ich habe hier gerade eine Zeitung entdeckt. Die kaufe ich mir. Whisper T-Shirts. Sollen wir das kaufen? Ja, wir kaufen die erstmal. So, wir gehen jetzt zur Zeitung. Oh, Jungs, wir sind im Himmel. Fritterkasten haben wir hier. Haben wir alles ja hier, ne? Kannst du dir ein komplettes Auto zusammenbauen? So, was sollte ich mir holen für meinen Nissan? Ja, wenn wir in Nismo gehen, dann spende ich mir schon noch mehr. Ja. Also, oh, geil. Oder das hier. Oder das hier. Das sind alle Sticker drauf, die es gibt. Ja, schau mal nach. 6.000 Yen sind umgerechnet. 48 Euro. Okay, ist auf jeden Fall günstiger als in Deutschland. Viel, viel günstiger. Aber es ist halt nicht Titan, ne? Das ist nicht das Titan, das ich haben wollte. Aber jetzt habe ich mir den von Thomai geholt. Schlüsselanhänger finde ich auch geil. Ist alles von Toyota. Hier. Super Filterkasten. Alles von HKS hier. Von Blitz. Jungs, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Guck mal, eure BWS-Fällen. Was kosten die hier? Guck mal, T37 Saga. Zack. T37 Saga, 240.000 Yen, aber ein bisschen Satz, ne? So, noch ein kleiner Rundgang. Nadi-Lenkräder von den Preisen hätte sie genauso wie in Deutschland. Hier wird sehr viel HKS vertrieben. Auspuffanlagen, Trümmer, Downpipes, Cutbacks-Anlagen. Das volle Programm hier. Hier sind die Stadtteile, beziehungsweise die Bundesländer. Sticker.
war der erste Hund, den ich hier gesehen habe. Der Rest wird eh aufgegessen, von daher. So. Ja, Nismo-Parts, beziehungsweise kleine Souvenirs, ein paar Stickers, aber die kaufen wir dann im Nismo-Shop. Kippel sucht immer noch seine Inlets, seine Sitze, also die grauen Bilder haben, seine White-Sitze. Und Tasse? Ja, immer langsam. Das Problem ist, die müssen bestellt werden. Und das dauert ungefähr 2 Wochen hier. Hier schon eine rote Sitze. Bei mir kann man das eh nicht auswechseln, von daher ist es egal. Diesmal gehen wir zu Aquarush, das ist nämlich 10-mal größer als hier. Und trotzdem ist das ein geiler Laden. Na, hier sind nochmal die deutschen Sachen, Volkswagen, Mercedes, die Ferrari-Fahrer da unten. Wir haben gerade ein paar Fahrwerke getestet. Das Problem ist in Deutschland, du musst die Scheiße immer eintragen. Das ist so lächerlich einfach. Da sind so hochqualitative Parts hier. Und so keine ATO-Teile oder sonstiges. Die muss man trotzdem eintragen. Versteht mal einer diese Welt. Im Endeffekt ist das nur wieder Geldmacherei. Aber so ist der Start. Auf der GT86 fahre ein paar geile Rückleuchten. Geiler Startknopf. Ja. Geil. Für den Zelt gibt es auch einen richtig geilen Startknopf. Mal gucken, ob ich den in der Nismo Factory finde. Boah, wie geil ist das denn? Ein geiles Nummerschild. Boah, geil. Leider habe ich die große Mulde und nicht die kleine. So, wir gehen wieder nach unten. Der Kevin hat sich gerade für seine Beutsitze ein Inlet geholt, aber nur für einen Sitz. Und jetzt muss er sich den anderen nochmal kaufen. Wir waren gerade im Nationalpark hier in Tokio. Es war wirklich sehr, sehr schön. Bilder folgen noch, beziehungsweise könnt ihr gerne auf Instagram nochmal sehen. Mhm. Wir fahren jetzt zur... Nach Up Garage fahren wir jetzt. Jawohl. Wir kaufen den Laden jetzt einfach mal eben leer. Wir haben es gefunden. Hallo, Up Garage. Hammer. Hier, wir sind drin. Und die haben nur Felgen hier, ne? Ja, oben sind die Teile. Boah, LMGT. Krass. Was kosten die hier? Ich hätte mir direkt geholt. Ja. Sollen wir die holen? 18 Zoll. Perfekte Größe für die Silde. Was sind das für Größen? 9 vorne, 9 hinten, also rundum 9J. Ja, wenn die dann. Die 9,5 und 10. Passen die drauf auf der Silde? Passen nicht. 10,5 hinten. Oh, die würde ich jetzt sagen. Alter. Ja. Krass. Wir sind jetzt oben in der zweiten Abteilung. Okay. Von Amus? Jo. Wir müssen mal gucken, wo die hier die... Die ganzen Bodykits. Also die ganzen... Frontspoiler, Lippen. Ich geh mal vorne mal zu den Sitzen. Gut, die kennt man ja schon so. Da sind jetzt hier die Gebrauchtwarenabteilung. Kupplungen, Einmassensprungräder, paar Bars, Ladeluftkühler. Ja, das war's mit Up Garage. Das war ein kleiner Laden hier. Ja, und jetzt fahren wir wieder weiter.
ein bisschen, wir gehen jetzt was essen, weil wir haben Hunger. Ciao.